Hey ho und herzlich willkommen zurück, Leute, zu einer weiteren Folge von Resident Evil Village. Wir haben bei der letzten Folge übrigens erst einen Friedhof durchstreifen müssen, um zum Haus der werten Lady Beneficiento zu gelangen. Und das erinnert sehr stark an Silent Hill oder PT. Wir wurden auch mit der Vergangenheit konfrontiert, denn wir haben den Körper von Mia gesehen, beziehungsweise eine Puppe. Und die werte Beneficiento kann anscheinend nun ja nur mit Puppen umgehen, denn wir sehen hier überall diese Puppenteile, ne? Und ein gewaltiges Baby hat übrigens Jagd auf uns gemacht und wir mussten fliehen. Das ist also wirklich verdammt makaber gewesen. Glücklicherweise habe ich mich nicht erschrocken und es gab auch das eine oder andere Rätsel zu lösen, was wir glücklicherweise geschafft haben. So, ich war jetzt übrigens schon an den Sicherungskasten dran. Ich gehe da jetzt bloß euch das kurz zeigen, was dort drin zu finden war. Wir brauchten nämlich dazu einen Schlüssel und dann haben wir hier ein Relief eines Kindes bekommen. Das brauchen wir, um durch eine Tür zu schreiten. Ja. Wir könnten jetzt den langen oder den kurzen Weg nehmen. Ist eigentlich kompletter Schwachsinn, jetzt darüber zu schwafeln, wo richtig und wo es falsch ist. Ich laufe jetzt einfach hier hinten lang. Oh, ich finde die Puppen immer noch extrem gruselig, Mann. Weil hier müsste gleich die Tür kommen. Irgendwo. Genau, hier ist es. Und da brauche ich nämlich das Relief des Kindes. Und wie wir sehen können, ist hier gerade zumindest etwas Licht. Sind noch einige Küchenutensilien. Naja, sieht auf jeden Fall gar nicht mal so scheiße aus hier, ne? Aber auch hier ist überall wirklich zu sehen, dass der Zahn der Zeit an den Wänden genagt hat, ne? So, ich kann euch jetzt Folgendes übrigens sagen. Wir sollten uns ganz genau umschauen, wo wir uns eventuell verstecken könnten. Denn es gibt ja dort hinten einen Schrank und man kann auch unter das Bett kraxeln. Das geht tatsächlich. Ob das jetzt hilfreich ist, ist eine andere Sache. Aber ich werde wahrscheinlich dieses Mal das Bett wählen. Das sah gerade aus wie ein Gesicht. Genau. Und ihr könnt schon ein Geräusch bestimmt vernehmen. Renne, Ethan! Jetzt das Baby nicht. Das wird auch noch so lacht. Jetzt bloß nicht bewegen. Boah, Alter, da kriege ich immer noch Panik.
Hau dich jetzt ab. Ich kann zumindest nicht mehr hören. Also ganz ehrlich, bei das Baby kriege ich immer noch wirklich verdammte Panik. Das ist sowas von creepy. Und ich meine, guckt euch das mal an, ne? Das zieht auch eine gewaltige Blutspur mit sich. Wir brauchen jetzt, glaube ich, die Sicherung, um den Aufzug benutzen zu können. War das nicht so? Und natürlich, wir könnten nicht den kurzen Weg nehmen. Sondern wir müssen den langen nehmen. Alles klar. Ich fühle mich immer noch nicht sicher. Gottes Willen. Wisst ihr, was das Problem ist? Ich kann jetzt übrigens nicht in den Schrank rein, weil der nämlich zu ist. Also ganz ehrlich, bei dieser Kreatur brauchst du weder einen Kaffee noch einen Energy. Du bist einfach so wach. Ja, und sie freut sich. Ich sehe sie schon. Ich lass dich nicht. Ach, geh doch nicht. Du lebst noch. Du bist nicht mehr so schnell, bevor meine Freunde dich kriegen. Tick-Tack, wir spielen um dein Leben. Warte! Na los, such mich. Ja, ich soll sie suchen. Du hörst sie, glaube ich, lachen. Wenn sie in der Nähe ist. Ist ja gerade ein bisschen schwierig. Da ist sie. So, das Problem ist, dass wir nur eine gewisse Menge Zeit haben. Ansonsten greifen uns nämlich diese anderen Puppen an. So, warte mal. Wo ist sie denn? Sieh sie nicht. Da ist sie. Gehst du mit Ross auch so um?
Mit meiner Tochter würde ich nie so umgehen. Aber mit dir ist es was ganz anderes. Ist sie da? Ja, ja. Du kommst hier niemals lebend raus. Blöder Idiot. Wer tut unschuldigen Puppen so etwas an? Was ist das? Mia, ich bieg das wieder hin. Was? Gut. Jetzt nichts wie raus hier. Ja, Leute, das war wirklich immer noch einer der besten Stellen im ganzen Spiel, muss man einfach mal gesagt haben. Vom Horroraspekt jetzt wohlgemerkt. Da steckt so viel Liebe da drin. Und ich glaube, die haben tatsächlich ein bisschen was von Silent Hill und PT sich abgeguckt. So. Nummer 2. Jetzt habe ich auch wieder meine ganzen Waffen. Wisst ihr, ich weiß gar nicht, wenn man jetzt mit dem Fahrstuhl wieder runterfahren würde, ob das Baby da immer noch wäre. Das wäre sehr interessant, ne, zu erfahren. So, warte mal. Aber selbst wenn du, ich glaube nicht, dass du das besiegen könntest. Selbst wenn du wolltest. Ich gehe jetzt nur mal ganz kurz hier mich umsehen, ja. Das haben wir eigentlich schon mal gemacht. Ach, das wollte ich euch ja noch zeigen. Stimmt, jetzt haben wir ja die werte Lady Beneficiento besiegt. Und jetzt, Leute, können wir was einsetzen. Stimmt, das wollte ich euch ja mal zeigen. Gut, dass wir das jetzt machen können. Ich hoffe, ich schaff's in der Folge, weil das wäre echt richtig, richtig geil. Speichern konnte ich hier nicht, ne? Ich will nur mal kurz gucken, habe ich denn irgendwie noch eine Möglichkeit? Ja, Schrotflintenmunition kann man herstellen. Perfekt. Was können wir noch machen? Magnum-Munition geht gerade nicht. Explosivgeschosse. Mache ich auch einmal. Da kann ich nämlich auch den Granatwerfer benutzen. Also ich habe ja nun schon wirklich viele Resident Evil Spiele gezockt. Natürlich nicht alle. Also vor allen Dingen Teil 1, 0 und 6 habe ich noch gar nicht gespielt. Würde ich auch gerne mal machen. Das sind so eine alten Retro-Dinger, ne? Wenn die nochmal aufgewertet werden würden, dann würde ich das echt nochmal versuchen. Aber ich komme mit dieser Panzersteuerung einfach jetzt nicht mehr klar, ne? Wenn Teil 7, 8 die Revelations-Teile sowie die Remakes gezockt hast, dann kommst du da nicht mehr so einfach zurück. Zumindest finde ich das. Du weißt natürlich nicht, dass das schlechte Spiele deswegen sind. Und so, genau. Jetzt kommen wir nämlich hier raus. Wir müssen nämlich jetzt eh, glaube ich, zum Dorf zurückkehren. Waren die nicht vorher Pflanzen? Also passt auf. Ich hatte das ja schon, glaube ich, in der letzten oder vorletzten Folge erwähnt. Hier finden wir nämlich etwas für diesen Grabstein und... Oder beziehungsweise müssen wir was abgeben. Aber wir haben schon mal einen Hinweis darauf, dass hier was fehlt. Und im Dorf kannst du nämlich dieses fehlende Bruchstück besorgen. Was ich sehr geil finde. So, jetzt ist der Baum kaputt. Der war vorher nicht kaputt, ne? Genau.
glaube, ich gehe lieber in das Haus. Mach mal die Tür zu. Ist ja ekelhaft. Hallo? Okay, was ich jetzt mal übrigens machen kann, ist Folgendes. Ich hau ihn einfach mit Sprengstoff ein bisschen weg. Das war jetzt ein bisschen zu viel des Guten. Mann, wo schießt? Ich wollte gerade fragen, wo er hinschießt, aber das lasse ich lieber. Ja, was machst du denn da? Na, danke. Okay, das hätten wir. Sag mal, irgendwas habe ich aber trotzdem vergessen, oder? Genau hier. Kugel von Sonne und Mond. Die brauchen wir, um, glaube ich, beim Schloss die Rätsel zu lösen. Uns fehlt aber noch ein oder zwei Stück. Obwohl, warte mal, das ist ja auch Quatsch. Der wartet nämlich. Also, wie gesagt. Wie kann man auch hier hoch, ne? Ach ja, stimmt. Der war ja vorher auch nicht frei, der Pfad hier. Wie gesagt, ich will das auf jeden Fall noch, dass ihr das seht. Hier ist auch nochmal eine Toilette. Mach die mal bitte auf. Seltsames Foto eines Vogels. Ach so, ja, stimmt. Ich glaube, das ist ein Schatz. Ah, genau. Hier haben wir das komische Rätsel, wo ich nicht weiß, wie man das lösen soll. Und da haben wir übrigens den Schlüssel des Geigenbauers. Ist auch ganz, ganz wichtig. Da steht 10. November. Mutter Miranda hat Donna adoptiert. Noch nie war ich so glücklich. Schon als Kind fürchtete meine Herrin die Begegnung mit anderen, wo wegen der Narbe in ihrem Gesicht. Und nach dem Tod ihrer Eltern schloss sie sich ein und redete nur noch mit Angie, der Puppe, die ihr Vater für sie gefertigt hatte. Ich danke Mutter Miranda für ihre grenzenlose Güte. 27. November. Donna scheint glücklich. Vielleicht bilde ich mir das nur ein, aber ihre Puppe Angie wirkt viel lebhafter als zuvor. Heute kam sie zu mir in den Garten und benutzte Angie, um mit mir zu reden. Es war eine wirklich angenehme Unterhaltung. Sie redete davon, ein Geschenk der Macht von Mutter zu erhalten. 29. November. Donna gab mir eine gelbe Blume mit der Bitte, sie im Garten einzupflanzen. Es mag an den Pollen gelegen haben, aber als ich sie vor Fräulein Claudias Grab in die Erde einbrachte, fühlte ich mich plötzlich benommen und meine tote Frau erschien mir wie im Traum. Als ich dies Donna gegenüber erwähnte, schien sie begeistert und lud mich in ihr Haus ein. Sie sagte, ich würde meine Familie wiedersehen. Ich weiß zwar nicht, was genau sie damit meinte, aber das war doch sehr nett von ihr. Ja, das kann aber auch dazu genutzt worden sein, damit man ihn umbringt. Wisst ihr, was ich meine? Falls ich nicht schon beim ersten Let's Play gesagt habe. So.
Und jetzt muss ich mal ganz schnell zum Dorf. Es kann sein, dass der Vogel hier irgendwo ist und ich habe ihn halt noch nicht gesehen. Das ist auch möglich, ne? Ich werde jetzt auch nicht so viel Munition verballern. Wir müssen nämlich wirklich schnell wieder dann zurück das holen. Nämlich alle möglichen Viecher, glaube ich, genau auf. Und da habe ich jetzt auch keinen Bock drauf. Ich gehe jetzt so gleich eine Abkürzung nehmen. Was soll denn... Also das ist auch ein bisschen Schwachsinn, aber okay. So. Genau. Ich weiß nicht, ob der Duke gleich noch mit uns redet, aber wenn, werde ich gleich still sein. Er redet nicht mit uns, gut zu wissen. So, warte mal, jetzt muss ich überlegen. Wo waren das? Speicherpunkt, was haben wir da? Kaufmann. Da sind wir gerade vorbeigelaufen, ne? Der Friedhof, wir sind doch da. Bin ich blöde? Genau hier ist es. Ist doch ein bisschen dumm, dass jedes Mal hier irgendwelche scheiß Viecher auftauchen. Kannst du jetzt mal umfallen und sterben? Danke. Okay, ich sollte mir jetzt die Munition definitiv aufheben. So, eine Steinplatte. Und die will ich nämlich jetzt zurückbringen. Dann haben wir das auch. Das mit den Geigenspielern bin ich jetzt gerade am Überlegen. Da mussten wir, glaube ich, auch einen anderen Pfad folgen, ne? So, warte mal. Und hier hinten gab es eigentlich einen Granatwerfer. Ich weiß gar nicht, ob die Tür inzwischen schon offen ist. Also können wir da auch noch nicht lang. Weil die kriegt man nämlich auch ziemlich spät erst im Spiel. Ich meine, ich habe den ja schon, ne? Aber ich hätte den euch trotzdem mal am liebsten nochmal gezeigt. Wir könnten eigentlich schon zum nächsten. Aber ich will, wie gesagt, hier noch das ein oder andere Geheimnis mitnehmen. Haben wir durch die Stadt latschen und auch dort noch ein Dinge erfüllen. Das ist ein Viviant. Wait. Das ist der Käfig des Vogels, ne? Waren ja auch schon vorher so viele Leichen auf dem Baum? Bin mir gerade nicht so genau sicher. So, das, was jetzt kommt, das kenne ich nur durch einen Screenshot, ja? Also mehr weiß ich halt auch nicht. Ich werde auch nichts verraten, denn es ist eigentlich ja auch für mich was ganz Neues. Warte mal, wo waren das jetzt hier unten, ne? Irgendwo. Jetzt rennt hier eine Ziege durch die Gegend, ja, warum nicht? Kann man mal machen. Und das. Oh Gott. Der kommt sogar ohne, dass du... Okay, warte mal. Renne. Willst du mich gerade komplett rollen?
Okay, ich muss mich heilen. Eigentlich kann man mit ihm mit ein paar Kopfschüssen erledigen. Aber das musst du erstmal schaffen. Mann, wo schießt der denn hin? Manchmal drücke ich rauf und der macht halt nichts. Bis jetzt habe ich auch keinen Bock mehr zu warten. Nee. Wie wär's denn, wenn du jetzt endlich mal verreckst? Die macht... Das macht schon haufenweise Schaden. 600 pro Schuss. Und das andere Ding 900. Ja, zumindest wenn man trifft. Mann, jetzt. Ey, das kann doch nicht wahr sein. Ich hasse dieses Scharfschützengewehr. Kannst du jetzt nochmal verrecken? Ey, Alter. Nee. Also so viel Munition ist jetzt aber ein bisschen dumm. Ganz ehrlich. Das ist mehr als nur ein bisschen dumm. Also ich will jetzt behaupten, dass es einer der stärksten Gegner im ganzen Spiel ist. Zumindest wenn man von dem ausgeht, was der aushält. Ich habe noch nie so viel Schuss reingeballert. Und anders kannst du ihn leider auch nicht, glaube ich, besiegen. Beweg dich doch mal! Ich drücke jetzt 20 Mal auf Rennen! Ich habe gleich keine Munition mehr! Jetzt reicht's, weißt du was? Jetzt nehme ich einen Granatwerfer. Leck mich, fetter Marsch! Der lebt immer noch. Das ist doch nicht normal. Wie viel hält der denn noch raus? Was ist das denn für ein Schwachsinn jetzt? Ey, das ist doch mal abnormal. Das kannst du doch nicht machen. Ah, nee. Also das war ja jetzt mal ein bisschen zu viel des Guten. Und jetzt ist alles... Natürlich nochmal voll mit Gegnern. Ey, das ist. Ich habe auch keine Munition mehr für Scharfschützengewehr. Das ist auch geil. Ich habe jetzt keinen Bock, groß Munition zu verballern, ne? Alter, die Waffen, ne, die sind so scheiße eingebaut.
Alter! Also wenn man so häufig daneben schießt, obwohl man eigentlich direkt drauf zielt, also tut mir leid, ne? So, warte mal, wo ist denn das jetzt hier? Genau. Berengarios Kelch. Gut, dass wir das Ding gekriegt haben. Also wir haben einmal die Axt bekommen. Die ist schon sehr, sehr wertvoll. Die könnten wir verkaufen. Ich behalte die natürlich. Nur was ich doppelt habe, verkaufe ich. Aber trotzdem. Also gerade wenn wir Munitionsmangel haben oder so. Sollte man definitiv die Kohle ausgeben. Und im Augenblick habe ich ja eigentlich nicht so viel Munition. Also... Ja, es geht noch. Ah, Scharfschützengewehr, ne? Das ist schon ziemlich zur Neige gegangen. Also die Pistole kann ich so oder so wieder auffüllen, ohne Probleme. Aber der Rest halt nicht. Obwohl die Pistole und die Schrotflinte, naja. Ich verkaufe jetzt noch ein bisschen was. Und dann würde ich sagen, mache ich auch schon wieder aus. Wir sind ja schon über eine halbe Stunde dabei. Und beim nächsten Mal und mal noch das ein oder andere. Kommt dir das vielleicht bekannt vor? Ja, na klar. So, warte mal. Ich habe neue Waren für dich besorgt. Wie wär's? Ja, Viviant, genau, den kann man verkaufen. Und 30.000, ne? So, irgendwie verkaufe ich immer. Ah, Fräulein Angie. Herz allerliebst. Porzellanpuppen sind sehr beliebt, weißt du? So, warte mal, was ist das denn hier? Panierter Fisch mit Kräutern, saftig und so locker, dass er auf der Zunge zergeht. Ihre Gesundheit wird Ihnen danken. Okay, was haben wir hier? Maximale Gesundheit steigt. Beim Blocken erlittener Schaden, das machen wir nicht. Bewegungsgeschwindigkeit steigt, wäre auch gut. Aber mehr würde erstmal die Gesundheit... Weiter so. Danke. Dann will ich mal. Fertig. Komm, du hast dir auch was verdient. Das ist kein Gericht für solch eine lebensfeindliche Umgebung. So, warte mal, nee, was war das? Genau, ich brauche definitiv Munition. Ich weiß, man muss eigentlich keine Munition kaufen. Drauf, was? Aber ich tue es trotzdem, so 12 Schuss. Wir haben das Geld. Hals so. Und Beinbruch. Perfekt, genau. Jetzt sieht es wieder gut aus. Aber da kann man mal sehen, was passiert, ne, wenn man ein einziges Mal, wirklich ein einziges Mal, das Problem hat und zu viel verballert. Ne, wenn man daneben schießt oder was auch immer. So, warte mal, das mit den Geigenzähler, wo waren das nochmal? Ich komme immer durcheinander. Ist auf jeden Fall nicht weit weg. Ich glaube, ich musste nur einmal hier rüber. Und dann, ja, keine Ahnung. Man kann, glaube ich, auch durch die Scheune gehen. Ne? War das nicht so? Ja, wo waren die Scheune überhaupt? Hier, ne? Ich will zumindest schon mal das aufschließen. Das war das doch, oder nicht? Nee, natürlich. Aber, gut, dass wir hier eh sind. Dann können wir das mit mir auch noch machen.
kriegen noch einen Dietrich. Wir haben schon einige. So, hier waren wir auch schon. Waren wir hier hinten schon? Da kann ich noch nicht lang, okay. Ja, wie gesagt, manche Gebiete werden auch erst frei, wenn man natürlich das Spiel dann kurz davor ist, das durchgespielt zu haben. Ich weiß echt nicht, wo das mit dem Geigentypen ist. Was war das hier? Ne, das war irgendwas anderes. Ja, ich glaube, ich musste entweder dazu rum oder man kann halt auch eine Abkürzung nehmen, ne? Ja, obwohl, warte mal, die... Ich guck einfach nochmal nach. Wir haben noch Zeit, eigentlich. Und wenn es halt nicht so ist, dann ist es halt nicht so. Aber doch, hier müsste es jetzt gleich kommen. Ja. Genau. Gut, dass ich jetzt nochmal hergekommen bin. Weil jetzt haben wir den Schlüssel, dann können wir das auch gleich machen. Ist ja nur Quatsch, das auf die nächste Folge zu verschieben. Weil er rennt hier kurz hin und dann hätte man das gleich dann sein lassen können, ne? Also hier gibt es auch irgendwas. Ich weiß nicht mehr was, aber hier konnte man was mitnehmen. Und was lesen, glaube ich, auch. Chemikalien sind immer gut. So, hier braucht man eine Zahlenkombination. Genau, warte mal. Ich werde ihren 5. Geburtstag nie vergessen. So, und dann musste man, glaube ich... Wo ist es? Hier oben muss... Ich sehe es überhaupt nicht. Der 8. Ja, der 8. Oktober. Also 08. Ich habe bloß hier die Geburtstagskarte nicht. Die braucht man da auch, oder nicht? 27.09.17. Genau, also 27.09.17. Genau, genau, genau. Und da haben wir es schon. Und 10.000 Lei gibt es auch noch. So, genau. Sonst gab es, glaube ich, weiter nichts. Ich glaube, wir werden bei der nächsten Folge, wie gesagt, noch mal uns etwas genauer umsehen. Und wenn ich nichts finden sollte, also... Jetzt, nachdem ich das hier aufgenommen habe, dann werden wir vielleicht doch gleich weiterziehen. Weil wir haben schon wirklich gut alles kontrolliert, ne? Und das ist ja die Hauptsache. So, warte mal, jetzt müsste hier noch irgendwas sein, ne? Und dann haben wir eigentlich alles. Schon wieder ein Dietrich. Ich weiß gar nicht, was ich mit den ganzen Dietrichen machen soll. So, jetzt haben wir auch die Figur. Aha, wie geil! Wir haben gleich alles, was wir brauchen. So, Leute, wie gesagt, das soll es jetzt gewesen sein. Ich habe wesentlich länger die Folge aufgenommen, als ich eigentlich wollte. Aber das ist ja gar nicht schlimm. So haben wir ein bisschen was entdecken können. Und das ist ja die Hauptsache. Ich werde jetzt nur noch zurückgehen. Und dann mache ich aus. Da kann ich hier die Abkürzung nehmen. Also hat mich gefreut, dass ihr dabei geblieben seid. Vielleicht sehen wir uns auch bei der nächsten Folge wieder. Bis dahin wünsche ich einen schönen Abend, einen schönen Morgen oder was immer es denn. Und tschüss.